Und somit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Notruf 112, die Feuerwehrsimulation. Ja, wir werden uns heute einen neuen Einsatz angucken, einen VU. Und ich würde sagen, wir warten mal ganz kurz ab, dass der triggert und dann bin ich auch schon wieder für euch da. Und da geht's auch schon los mit dem VU. Ich würde sagen, wir rüsten uns jetzt mal schnell aus. Wir sind hier am LF24 und nehmen die Stangen so, dass wir fix nach unten kommen in die Fahrzeughalle und gucken dann auch mal, was uns am Einsatzort erwartet. Ich würde sagen, wir werden gleich die Einsatzfahrt überspringen, die dort hier zu dem Einsatz ein Stück länger. Und damit will ich euch gar nicht so lange langweilen. Wir fahren dahin, wir haben jetzt auch den KI-Verkehr an. Ich würde sagen, wir gucken uns die ersten paar Meter an, so ungefähr. Aber dann wechseln wir auch schon direkt und springen zum Einsatz, so dass ihr ja mit dem spannenden Teil loslegen könnt hier direkt im Video und nicht erst die Einsatzanfahrt habt. Natürlich haben wir die auch schon ein bisschen überarbeitet. Es war am Anfang noch so, das Ganze ist etwas langsamer. Wir fahren etwas langsamer. Das ist alles nicht mehr so. Nun gibt der Kollege auch gut Gas und ist rasant unterwegs, so dass wir fix zum Einsatzort kommen, wenn wir nicht zu weit entfernt sind. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Und damit sind wir hier am Einsatzort. Ihr habt ja gerade schon einen kleinen Überflug gesehen, was hier passiert ist. Ich würde sagen, wir starten direkt mit den ersten Befehlen, und zwar mit dem Absitzen und dem Absichern der Straße, und zwar der Fahrspur. Und die sichern wir mal hier vorne in der Kurve ab, sodass uns hier nicht noch ein Fahrzeug in die Quere kommt letztendlich. Auch hinten den RTW können wir schon einmal über den Einsatz organisieren, absitzen lassen. Und dann springen wir zurück in unsere Figur. Und ich würde sagen, das tun wir als erstes. Während die Kollegen dann jetzt gleich hier alles fertig machen und im Prinzip die Fahrzeugtüren öffnen, das Ganze hier absichern und, würde ich sagen, wir beginnen mit der Ortsbegehung und geben uns dafür einfach auch wieder den Befehl, Einsatz organisieren und die Ortsbegehung. Wir springen zurück. Wir sehen jetzt auch hier schon den Einsatzort, das Fahrzeug, was uns letztendlich kaputt gegangen ist. Und einen Passanten, mit dem werden wir einmal sprechen. Hier ist wichtig, die Animation ist derzeit noch nicht final. Das Ganze wird noch mehrfach abgespielt. Das wird sich zum Release auch noch ändern. Und auch eine Vertonung ist für später geplant. Ja, man sieht, der gute Herr hat ein paar Verletzungen. Sieht nicht ganz so gut aus. Das würde ich sagen, der sieht auch noch zumindest so aus, als könnte er gehen. Er meckert ja auch über sein Fahrzeug. Wir schicken den erstmal zum RTW nach hinten. Gucken weiter, was wir mit seinem Fahrzeug machen können. Ja, wir haben hier ein bisschen Flüssigkeit auf jeden Fall auf dem Boden. Ich denke, das sind Betriebsstoffe. Aber wir haben da auch eine dicke, dicke Beule und sollten auf jeden Fall den Brandschutz auch sicherstellen. Gerade wenn die Betriebsstoffe hier ausgelaufen sind, könnte das natürlich bedeuten, da ist einiges mehr und es könnte natürlich auch anfangen zu brennen. Wir sehen vorne schon, die Kollegen haben jetzt die Straße abgesperrt und warten auf weitere Befehle. In der Zwischenzeit packt der RTW gerade den Kollegen ein und die werden ihn zum Krankenhaus fahren. Da könnten wir natürlich jetzt auch reinspringen und das übernehmen. Aber ich würde sagen, wir legen den Fokus mal hier auf den Einsatz und geben die nächsten Befehle. Und zwar hier einmal gehen wir auf den Verkehrsunfall und sagen erstmal Brandschutz bereitstellen. Ich denke, hier reicht erstmal der Pulverlöscher und den platzieren wir möglichst nah am Fahrzeug, so dass wir den Griff bereit haben, sollte es noch zu Problemen kommen.
Wir sehen, der RTW in der Zwischenzeit düst Richtung Krankenhaus. Der Kollege übernimmt jetzt den Einsatz und wird den Pulverlöscher aufstellen. In der Zwischenzeit können wir auch noch auf jeden Fall einmal die Gerätschaftsablage bereit machen und legen uns die hier vorne hin, so dass wir letztendlich auch die nötigen Objekte haben, um das Ganze zu öffnen und. Dabei würde ich einfach mal sagen, wechseln wir rüber in den Angriffstruppführer. Der ist nämlich dabei, holt jetzt die ersten Instrumente, den Rettungszylinder hier in dem Fall. Und auch die Kollegen sind dabei, erste Objekte zu holen und auf der Bereitstellungsdecke abzulegen. Ihr könnt natürlich jeden von den Personen spielen. Da ist gar nicht festgelegt, wen ihr spielt. Ihr könnt auch zwischendurch hin und her springen. Das ist alles wirklich, wie ihr Lust habt. Und wir schnappen uns jetzt hier auch noch schnell das Helikin-Tool und legen das auch schon mal bereit. Somit haben wir alles bereit und ich würde sagen, wir sichern dann auch erstmal jetzt noch das Fahrzeug schnell ab. Auch hier wieder Verkehrsunfall und Fahrzeug sichern. Wir sehen jetzt, die Kollegen laufen los und auch ich hole mir im Prinzip die nötigen Sachen, beziehungsweise der Kollege hat das Ganze jetzt übernommen. Dadurch kann ich mit dem Feuerlöscher hier die Sicherung machen, um das einfach, falls was passiert, angriffsbereit zu sein und ein Feuer direkt zu ersticken. So, die ersten Klötze sind platziert. Wir sehen, der Kollege holt hier auch noch den nächsten Klotz. Gucken wir uns das Fahrzeug doch einmal genauer an, was hier los ist. Die Motorhaube ließ sich nicht öffnen. Das heißt, wir nehmen das Helikin-Tool hier und lassen ihn das einmal aufmachen. Der nächste Kollege nimmt den Seitenschneider. Auch hier können wir wieder jederzeit in einen reinspringen und das Ganze vornehmen. Und hat die Batterie letztendlich abgeklemmt, so dass jetzt der Brandherd erstmal sichergestellt ist. Das heißt, wir können den Pulverlöscher, würde ich erstmal sagen, wegräumen. Es sollte jetzt hier zu keinem Brand mehr kommen am Fahrzeug letztendlich. Aber dann würde ich auch schon sagen, nehmen wir den nächsten, beziehungsweise der Kollege wird den Feuerlöscher jetzt wiederholen, solange wir ihm nicht sagen, das Sichern ist nicht mehr notwendig. Nun haben wir im Verkehrsunfall verschiedene Sachen noch. Wir könnten Personen befreien, die haben wir hier nicht, aber wir haben auch die technische Hilfeleistung, wo wir Betriebsstoffe abbinden können. Dazu würde ich sagen, wechseln wir auch wieder mal in eine Person rein und gucken, welche Tools wir benötigen, um das Ganze vorzunehmen. Einmal öffnen wir das Ganze hier. Der nächste Kollege nimmt die nötigen Bindemittelsäcke und ich würde sagen, wir springen mal in den rein und binden hier ab. Das können wir nämlich sehr gut selber machen und müssen das nicht die KI machen lassen. Auch hier sehen wir wieder, wir kippen den Sack, so wie ihr es aus Notruf 1 schon kennt im Prinzip, und werfen das Bindemittel hier hin. Welches dann natürlich nachher auch noch aufgenommen werden muss. Und da kommt auch schon der Kollege und verteilt das erstmal. Was wir natürlich noch gar nicht gemacht haben, was, glaube ich, ganz wichtig ist hier bei dem Verkehrsunfall, wir alarmieren auf jeden Fall mal die Polizei nach. Denn hier ist ein Verkehrsunfall, da sollte auf jeden Fall die Polizei zur Not einmal hier zur Sicherung kommen, aber auch nachher den Kollegen befragen, was denn los ist. Ja, wir sehen, wir haben hier abgebunden, wir haben den Einsatz erstmal gesichert vorne, haben den Brandschutz gegeben, haben das Öl abgebunden, könnten das jetzt aufräumen oder wir springen jetzt mal in diesem Fall rüber in den RTW und gucken mal ganz kurz nach, was denn hier los ist. Der RTW ist auch schon angekommen und in der Zwischenzeit, das hätten wir auch selber machen können, haben sie auch schon die Person abgeliefert, sodass die im Krankenhaus angekommen ist, ja, und letztendlich versorgt wird. Dafür können wir den RTW jetzt auch schon wieder einmal starter machen, dass der zurückfahren kann. Wir nehmen die Trage, fahren die ein letztendlich und können dann den RTW abrücken lassen. In der Zwischenzeit springen wir jetzt nochmal zurück und gucken, was hier noch nötig ist. Ja, Unfall ist gesichert, Fahrzeug ist stillgelegt. Wir brauchten viele der Tools jetzt noch gar nicht, weil keine Person im Fahrzeug war, beziehungsweise keine schwerverletzte Person, sondern nur der Passant, der hier vorne war. Ich würde sagen, wir können jetzt einmal den Befehl geben, um das Ganze wieder aufzuräumen und dass hier nicht die ganzen Tools rumliegen, wenn wir gleich abrücken können. Dazu geben wir den Befehl aufräumen. Wir sehen, wir als Gruppenführer müssen nicht gerade mit aufräumen. Wir können natürlich hier zur Hilfe Sachen aufnehmen und wegräumen. Aber ich würde sagen, wir beobachten das Spektakel noch einen kleinen Moment von oben und dann gucken wir uns auch schon die nächsten Einsätze wieder morgen in Notruf 112, die Feuerwehrsimulation, an.
Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen in der Zwischenzeit auch schon mal. Wünsche euch viel, viel Spaß und freue mich drauf, dass ihr dann jetzt auch schon am Donnerstag selbst Hand annehmen könnt an Notruf 112. Bis dann. Ciao, ciao.